Das Land ist gut aufgestellt. So verkündete sie es in der Bild am Sonntag, die neue Germania. Eine Frau voller Überzeugung von sich selbst, dafür frei von Ausbildung, Berufserfahrung oder Lebensleistung. Als Sinnbild der Völlerei erfährt diese Allegorie außerhalb ihrer Korruptionsblase das Gleiche wie ihr Deutschland. Nur noch Hohn oder Mitleid. Die neue Germania ist Mitvorsitzende einer Regierungspartei. Amtsinhaber wie sie kann es nur noch im Plural geben. Denn wo viele die Verantwortung tragen, da trägt niemand persönliche Verantwortung. Für den Politikertyp Ricarda Lang ist die Vermeidung persönlicher Haftung Überlebensbedingung. Ob Ricarda Lang, Saskia Esken, Nuripur oder Klingbeil, sie alle verkörpern das Scheitern unseres Gemeinwesens an Übersättigung und der Korruption, die ihr unweigerlich folgt. Korruption ist auch das Wesen unseres Bundestages. Dem Prinzip der Verantwortungsvermeidung folgend wurde er zu einem Volkskongress vergrößert. Die Zahl von über 1000 Abgeordneten ist in Sichtweite, obschon die Gesichtslosen darin bereits heute ohne Relevanz für die Grundrechtsgeltung sind. Über Jahrzehnte gaben die Regierungsparteien vor, durch Wahlrechtsreform die stetige Vergrößerung des Parlaments umkehren zu wollen. Selbstverständlich aber geschah nichts. Seit dem Corona-Diktat macht das Regime sich nicht einmal mehr die Mühe, die Lüge aufrechtzuerhalten. Ähnliches gilt für die Überzahl an Bundesländern. Deren Scheinautonomie wurde spätestens mit Unterwerfung der Ministerpräsidentenkonferenz durch die notorische Verfassungsbrecherin Merkel zur Farce. Eine Reduktion der Anzahl an Bundesländern, ihrer Scheinparlamente und unzähligen Landesbehörden würde denn auch im besten Fall nicht zu mehr führen als einer Minderung der Steuerverschwendung. Selbst daran aber ist im Endzustand unserer Korruptionsgesellschaft nicht mehr zu denken. Eine schwache Zentralmacht ist angewiesen auf intransparent und fürchtet nichts mehr als dezentrale Machtzentren, die das Gegenteil bringen könnten. Ausdruck dieser Furcht war stets auch unsere Armee. Einsatzsoldaten wissen noch heute, was seit Gründung der Bundeswehr galt. Sie taugt allenfalls dazu, den Feind abzulenken, bis eine richtige Armee eintrifft. So war es gewollt nach dem letzten Weltkrieg. Bewusst wurde die Bundeswehr schlecht organisiert. Ein Zentralkommando, ein Generalstab, wie ihn jede andere Armee kennt, hat man ihr verboten. Die Teilstreitkräfte zu Wasser, Land und Luft sollten durch eigenständige Inspektoren geführt werden. Zusätzlich wurde für die Verwaltung der Bundeswehr eine Zivilbürokratie vorgeschrieben. Unter diesen Geburtsfehlern wuchs der Wasserkopf der Scheinarmee auf ein groteskes Maß. Heute verfügt sie über mehr als 200 Generäle. Mehr als bei ihrer Gründung, obwohl sich die Zahl der Soldaten in dieser Zeit halbiert hat. Dieser Zustand ist politisch ebenso gewollt wie die chronische Unterfinanzierung der Truppe. Ihre Aufgabe war stets die symbolische Beteiligung bei Vertretung US-amerikanischer Interessen. Aufgestiegen in der Truppe ist meist nur, wer diesen Schein wahrte. Wenig überraschend besteht die Führungsetage heute aus dem Politikertypus Lang. Selbstzufriedene Stabsoffiziere, die ihr Tötungshandwerk zu einem humanitären Dienst verklären. Von Schadenfreude hierüber kann aber auch Pazifisten nur abgeraten werden. Beim laufenden Staatsstreich des Woko-Regimes kommt der Bundeswehr vermutlich noch eine Rolle zu. Kürzlich wurde von der Politik ein Territorialkommando gegründet, zur Steuerung von Militäreinsätzen im Inland. Kommandeur ist der General, der zuvor dem Corona-Krisenstab der Regierung vorstand. Sollten unter seinem Kommando eines Tages Bundeswehrsoldaten in unseren Städten Bürger schikanieren, von seinen Offizierskollegen wäre kein Einschreiten zu erwarten. General Erich Warth, Angela Merkels Militärberater, diagnostizierte seinen Kollegen bereits vor Jahren ausgeprägte Anpassungs- und Absicherungsmentalität, Schönrederei und Duckmäusertum. Das alles ist laut Warth traurige Konsequenz einer inneren Negativauslese. Nichts anderes eben als der Wesenskern von Korruption. Damit ist die Bundeswehr heute wahrlich ein Spiegel unserer Gesellschaft. Es stimmt. Unser Land ist gut aufgestellt für seine Beerdigung.